Dann nimm auf. Alter. Was hat denn das mit dem Buch hier auf sich? Komm, dann nimm es doch auf. Kann er nicht. Er kann es nicht. Doch, er kann es doch festhalten. Wir haben die Tür mal aufgemacht. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt an dem Buch lag. Vielleicht nehmen wir es einfach mal mit. Was passiert jetzt? Wir haben das Buch geholt. Vielleicht damit, um die Tür zu öffnen. Müssen wir tatsächlich vom Schlimmsten ausgehen, was ich mir hier gerade befürchte? Sind wir vielleicht ein Geist, der seine schreckliche Vergangenheit nochmal erlebt? Und unsere Tür macht uns den Weg frei. Dann gehen wir doch einfach mal hier raus und gucken mal ein wenig, was wir so finden. Hier sollen wir auf jeden Fall nicht lang. Dann gehen wir einfach mal mutig und tapfer nach unten und wir wechseln doch wieder zum Zug zurück. Aber wir sind zum Glück nicht alleine, Fahrgäste. Wir freuen uns natürlich endlich mal Fahrgäste sehen zu dürfen. Schon lange hatten wir diese Möglichkeit nicht mehr. Zu lange allein in einem Abteil gewesen. Die. Unsere Erinnerungen holen uns wieder ein. Unsere Erinnerungen holen uns wieder ein. Unsere Erinnerungen holen uns wieder ein. Wir werden kläglich von ihnen überrempelt. Wir wissen nicht damit umzugehen. Wir werden von Köpfen verfolgt, Alter. Ach du Scheiße, nein. Und ich dachte, wir haben es geschafft. Ich dachte, wir haben es geschafft. Wir haben wieder klaren Verstand, aber nein. Es kommt ganz anders. Wir haben gar nichts. Wir sind mit den Erinnerungen am Ende. Trotzdem bleiben wir tapfer und schlagen wir uns durch den Zug. Auch wenn wir nicht wissen, wie wir in dem Moment mit der Situation umgehen sollen. Wie wir reagieren sollen. Doch wir werden von Köpfen verfolgt. Alter, Scheiße. Wir bleiben nochmal mutig und schauen uns richtig um. Vielleicht haben wir doch wieder irgendwelche Kreuze verpasst. Vielleicht sind hier noch irgendwo Kreuzchen, die wir nicht gesehen haben. Alter, Scheiße. Nein, das gibt's doch nicht. Mist, also irgendwas haben wir hier übersehen. Wir übersehen bestimmt schon wieder solche Kreuzchen, die wir da immer an den... Immer dieser blöde Kopf da. Nein, wir kommen nicht zurück. Wir müssen uns unserer Vergangenheit stellen. Doch wie? Das ist hier die große Frage. Wie sollen wir uns unserer Vergangenheit stellen? Wir können nicht sprinten, wir können nur gehen und hoffen, dass es uns was bringt. Doch noch immer werden wir von Köpfen verfolgt. In der Hoffnung, Kreuze zu finden, bleiben wir nicht. Wir werden immer noch von diesen Köpfchen verfolgt.
Bitte lass uns durch. Scheiße. Ach du Kacke, was sollen wir denn da jetzt machen? Nein, da kommen sie schon wieder. Verpasse ich hier... Ach, Alter. Was verpasse ich hier? Was sehe ich hier gerade nicht? Also irgendwie bin ich gerade zu blind, um das richtig zu erkennen. Kacke, was soll man jetzt machen? Alter, ihr Schweine. Und darf ich dir nicht in die Augen gucken, oder was ist der Zweck oder Sinn? Auf jeden Fall eins weiß ich, ich muss hier raus. Nur wie? Ich weiß es nicht. Nein, ich... Das gibt's doch gar nicht. Irgendwas verpasse ich hier. Ich weiß gerade nicht was. Da es echt gerade blöde zu erkennen ist. Alter Spiel. Sag mir, was ich tun soll. Was mache ich falsch? Muss ich Fernsehen gucken? Nein, muss ich nicht. Also jetzt gerade bin ich ein wenig überfordert, weil ich gerade echt nicht sehen kann, wo ich hin muss. Alter, ohne diese blöden Köpfe anzugucken. Ich versuche sie extra schon mal nicht anzugucken. Aber das ist mehr schwer als einfach, da ich gar nicht weiß, wohin ich immer gucken soll, damit sie mich nicht so schnell... Alter, lass mich durch. Alter. Ich wechsle immer so ein bisschen jetzt ins Blickfeld. In der Hoffnung, aber diese Köpfe halten mich einfach auf. Alter, ich komme gar nicht mehr... Ich sehe dich nicht. Du blödes Miststück. Ich sehe dich nicht. Alter, nur die Frage... Nein! Ach, ich kann die Augen ja schließen. Das ist das, ja. Augen schließen. Augen schließen. Augen schließen. Das ist, glaube ich, der Zweck. Wir müssen die Augen zulassen. Aber ich weiß nicht, wohin. Kommen wir da durch? Wir kommen da nicht durch. Scheiße. Ja, du blödes Mistviech. Kannst mich nicht sehen, ne? Ach, du Kacke. Also, sie dürfen uns auf jeden Fall nicht in die Augen gucken. Wir dürfen ihnen also nicht in die Augen gucken. Aber wo soll ich denn hin? Ich habe gerade null Ahnung. Scheiße. Wo muss ich hin? Liebe Leute. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich hin... Nein, ich hab dich nicht gesehen. Kacke. Soll ich die lange möglichst lange ignorieren? Was soll ich mit denen machen? Was soll ich mit euch Köpfen machen? Mit euch Schweinen. Na, Kumpel? Aber ich hab meine Augen zu. Also so gut wie zu. Nicht ganz zu, aber so ein bisschen. Ich muss da unten irgendwie durch, aber ich weiß nicht wie. Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist gerade echt ein bisschen blöde. Vor allem, wenn ich immer aufpassen muss, dass mir dieses blöde Mistviech nicht anguckt. Ach, Alter. Das ist ja doof. Haben wir hier wirklich nichts? Ich übersehe doch einfach nur die einfachsten Sachen. Guck mir nicht an. Du doofes Viech. Guck mich nicht an. Oder vielleicht müssen wir doch nach draußen wieder. Aber ich komme da, glaube ich, nicht durch. Nee. Ja. Ist aber nur auch ein Kopf, der uns irgendwie verfolgt. Vielleicht müssen wir einfach nur lange genug aushalten. Ich weiß das nicht. Nur der Witz ist, was müssen wir dann machen, wenn wir das dann geschafft haben? Weil wir kommen hier drin nicht durch.
guck mich nicht so an. Kriegst mich nicht. Ich komme da nicht durch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, Leute. Vielleicht schreibt ihr mir das einfach mal in die Kommentare. Ich muss mal gucken, kann ich das Spiel einfach so... Speichert er an diesem Spielpunkt? Kann ich das vielleicht speichern? Ach, das waren die Optionen, glaube ich. Scheiße, ich glaube, die Aufnahme ist beendet. Und meine Maus hat sich aufgehangen. Ach, Kacke. Schade. Ich habe gedacht, ich kann das auch irgendwie nochmal abspeichern. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr es gelöst habt oder wie ihr wisst, wie man es lösen kann. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich da jetzt mit diesen komischen Köpfen da umgehen soll. An sich wirklich ein geiles Spiel mit einer wirklich interessanten Atmosphäre. Aber ich... bin er jetzt auch irgendwie gerade nicht mehr klargekommen und irgendwie hat sich das Spiel jetzt irgendwie aufgehängt, nachdem ich irgendwie in die Option wechseln wollte. Also hat sich der Käse, glaube ich, sowieso erledigt und, glaube ich, eine Möglichkeit, das Spiel zu speichern, gab es, glaube ich, nicht. Ansonsten war es einfach mal so eine kleine Let's Play-Reihe von The Train. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr es so findet und wenn ihr es dann vielleicht auch mal gespielt habt, wie ihr diese Situation gelöst habt, denn irgendwie habe ich das gerade nicht so ganz verstanden. Was ich da machen soll, ich musste auf jeden Fall die Augen zumachen, damit mich diese komischen Köpfe da nicht in dem Sinne töten. Aber was da jetzt genau noch der Sinn war, habe ich jetzt gar nicht ganz gefunden. Vielleicht wisst ihr es ja, schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich da auf jeden Fall freuen. Und dann bedanke ich mich hier fürs Zuschauen, wie gesagt, ein kleines Mini-Let's Play. Aber das habe ich ja auch schon von Anfang an gesagt gehabt. Ich schmeiße immer mal wieder gerne mal so kleine Spielchen dazwischen und mal gucken, was wir noch so finden hier so in der nächsten Zeit. Dafür bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und wir hören uns dann gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.